Ich habe mit meiner Mutter fing oder hörte oder merkte, dass ich keine Laute gesprochen habe damals. Und dann ist sie mit mir zum Kinderarzt. Und der sagt, ach, das Kind ist quicklebendig, da ist alles in Ordnung. Sie sind mal froh, wenn das Kind mal nicht sagt. Und dann haben die festgestellt, dass ich eine Hörschwäche habe seit Geburt an. Habe aber abgelehnt, Hörgeräte anzunehmen selber, weil das waren damals Riesendinger und da musste ich reagieren, weil ich in einem Beruf arbeite, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun habe. Und das hat eine ganze Zeit gedauert. Was man zuerst gehört hat, es war faszinierend, Blätter, so raschende Blätter oder durch einen Wald zu laufen, wenn die Blätter so hochfliegen und dieses Geräusch und Vögel zu hören, die zwitschern. Es waren neue Erfahrungen für mich, die ich so im normalen Leben ohne Hörgeräte nie gehört habe. Und da fing ich das erste Mal an, das bewusst wahrzunehmen, dass es noch andere Sachen gibt als nur das Stumpfe, was ich sonst gehört habe. Dass es doch noch mehr Dinge gab, die ich sonst nie gehört habe. In diesem Beruf, den ich habe, wo ich viel mit Leuten zu tun habe, könnte ich diesen Beruf, ich glaube, nicht ausführen. Also nicht vorne an der Front arbeiten. Im Prinzip müsste ich hinten arbeiten, weil viele meinen, wenn ich dann nicht reagiere, dass ich stur bin und viele können ja nicht ahnen, dass ich eine Hörschwäche habe. Manchmal ist es so, ich bin unterwegs und da, ach, geh nochmal duschen. Da vergesse ich so teilweise runterzunehmen. Man muss auch so sehen, im Alter ist das Hörgerät sehr, sehr wichtig für mich. Um auch im Prinzip Auto zu fahren oder halt hier im Betrieb oder mit der Familie oder mit Freunden oder wenn ich ganz gemütlich irgendwo in einer gemütlichen Runde sitze. Weil wenn man nur die Hälfte mitkriegt, ist man abgeschnitten. Das ist nicht schön. Das habe ich selber kennengelernt und es ist wirklich nicht schön. Nö, das interessiert mich nicht mehr. Also wenn die sehen, ich habe ein Hörgerät, wäre ich teilweise positiv noch darauf angesprochen, wo haben sie es her, wie kommen sie damit klar, wie lange haben sie es schon. Also Leute fragen schon, auch das ältere Publikum fragt mich oder auch junge Leute, die damit anfangen, wie ich damit klarkomme. Für mich ist es eigentlich heute ein sehr wichtiger Teil meines Lebens geworden. Aber wiederum sage ich auch, ich kann auch vielen Leuten was mitgeben mit den Hörgeräten. Ich würde heutzutage, geht hin zu einem Hörakustiker, wo ihr gut am besten klarkommt, wer euch anpassen kann. Und wenn ihr meint, dass er damit klarkommt, ihr könnt das ja erst ausprobieren. Ich würde jeden heutzutage sagen, macht euch auf den Weg und lasst euch ein Hörgerät anpassen. Es ist schöner, man teilt wieder mehr mit seinem Partner, auch das Leben wieder. Man unterhält sich besser. Der Partner braucht nicht mehr schreien, wenn man zu Hause ist. Kommt ja auch noch dazu. Man sagt, ach, der hört ja sowieso nicht. Also brauchst ja gar nicht reden, muss ja nur lauter sprechen. Das sind ja diese alltäglichen Sachen, die auch noch auf einen zukommt. Ob es der Fernseher ist. Man macht lauter, dann der Partner sagt, nee, leiser. Also ich würde es jedem raten, der eine Hörschwäche hat, ein Hörgerät zu nehmen, ja. Sehr wichtig, weil wenn man ein Hörgerät trägt und man kommt mit dem
Akustiker, super klar. Man ist ganz wichtig. Genauso, man muss eine Sympathie mit dem Akustiker aufbauen. Er muss dich kennenlernen, wie du reagierst. Der entlässt dich mit neuen Ohren. Also man muss schon mit dem Hörakustiker zusammenarbeiten. Ganz am Anfang war es im Prinzip, also wie gesagt, mit diesem Hoch- und Laut- und Leisestellen des Hörgerätes. Irgendwann kam ja dieses Digital dazu, dass man wirklich nur auf eine Lautstärke eingestellt hat. Und heute ist es so, dass man oft hat, dass man mehrere Situationen einstellen kann. Hörfunktion vom Hörgerät ist nicht nur noch auf eine Seite registriert, es umfasst wirklich von hinten und vorne. Wenn jemand von hinten ruft oder so, da kriege ich heute mehr mit oder schneller mit, als wenn mit den alten Geräten. Da muss mich teilweise jemand anschauen, hallo, ich wollte was von dir, irgendwas wissen. Und das ist heute schon einfacher für mich. In der Küche wird gespült, Teller klappern, da wird irgendein Gericht zubereitet, da geht die Tür auf und dann wieder zu. Und dann läuft mal die Kaffeemaschine vorne. Es sind so viele Geräusche und auf einmal denke ich, wow, die Leute unterhalten sich und ich kriege es mit. Also das war vorher nicht und da war ich echt erstaunt, was für eine Funkwelle oder wie auch immer die Gespräche doch rübergebracht werden, damit ich das hören kann. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Es hat sehr lange gedauert bei mir. Vor 14 Jahren ungefähr wusste ich, ich muss sie tragen und ich muss lernen, damit umzugehen und auch eins werden damit. Das ist ganz wichtig. Das ist auch von der Funktion, ich sag mal vom Gehirn, das Gehirn sagt, aha, das Hörgerät gehört zu meinem Leben. Dass das genauso wie eine Brille, genau wie ein Kleidungsstück, dass man damit lebt und einfach mitnimmt und fertig ist.